Von mir aus auch einen schönen guten Morgen. Ja, Bernd hat das Thema schon angesprochen. Es geht hier auch darum, um Beschaffungen. Das Sondervermögen ist ja im vergangenen Jahr aufgelegt worden, 100 Milliarden. Davon geht jetzt ein großer Teil der Beschaffung eben nicht an die deutsche Industrie, sondern geht ins Ausland, vorrangig in die USA. Da ist zunächst zu nennen die Beschaffung der F-35. Es ist der schwere Transporthubschrauber, der wahrscheinlich an die Firma Boeing gehen wird. Es ist das Maritime Patrol Aircraft dort. Und wenn man sich allein nur diese drei Rüstungsprojekte sieht, wird das eine Summe sein von ca. 20 Milliarden Euro, die transatlantisch abfließen werden. Im internationalen Bereich ist es üblich, dass man bei solchen Geschäften sogenannte Gegengeschäfte macht, das sogenannte Offset oder auch Kompensationsgeschäfte. Also das Land, das mit Steuergeld in einem anderen Land Rüstungsgüter beschafft, verlangt bei der Vertragsabschließung ein Gegengeschäft, also Beauftragung für die eigene Industrie. Also in der Regel ist es dann so, dass das Endmontagen oder Unterstützungsleistungen, Technologietransfer, verschiedene andere Dinge, die nicht nur unbedingt auch im Rüstungssektor sein müssen, die durchaus auch in einem anderen Bereich in die Wirtschaft zurückfließen können. Also wenn wir uns hier nur alleine mal den Bereich USA sehen, 20 Milliarden Euro gehen an die USA. Und im internationalen Bereich, diese Offset-Geschäfte gehen in der Größenordnung zwischen 30 bis zu 100%, teilweise über 100% hinaus. Also der Auftraggeber verlangt sogar mehr Beauftragung im eigenen Land als das, was er im anderen Land beschafft hat. Wenn wir uns nur mal das Beispiel F-35 anschauen. Die Schweiz hat die... Flugzeug, Jetpilot, das wissen vielleicht nicht alle. Genau, also das Kampfflugzeug, das ist für mich natürlich erstmal das Naheliegende, dass ich das anspreche. Rüstungsgeschäft, das auch viele andere Nationen abgeschlossen haben, und zwar auch in europäische Nationen. Und wenn man es gerade sehen, dass eben die Schweiz diese F-35 beschafft oder auch Finnland, dann bekommt die Schweiz zum Beispiel 60% Offset. Also 60% des Auftragsvolumens bei Lockheed Martin bzw. bei den USA fließt zurück an die Schweizer Industrie. In Finnland sind das 30% des Auftragsvolumens, die wieder an die finnische Industrie gehen. Damit werden Arbeitsplätze erhalten, damit wird Know-how aus diesem Rüstungsgut in die eigene Industrie transferiert und damit werden entsprechend auch Arbeitsplätze gesichert in einem wirklich Hochtechnologiesektor. Und das führt dann teilweise in anderen Bereichen zu ganz absurden Dingen mit Offset-Geschäften. Jetzt hat zum Beispiel Australien ein Landkampffahrzeug gekauft, den Boxster bei der Firma Rheinmetall. Deutsches Unternehmen, hat 211 Fahrzeuge in Australien beauftragt bekommen. Da war der Deal, es werden 25 Fahrzeuge in Deutschland produziert, an Australien geliefert, gleichzeitig als Offset baut die Firma Rheinmetall in Australien die Produktionskapazität für die restlichen Fahrzeuge auf. Die hat jetzt gerade vor kurzem begonnen, dort die Produktion aufzunehmen. Also das war Teil dieses Offset-Geschäfts. Jetzt will die deutsche Bundesregierung, weil sie eben entsprechend beauftragt und auch Mittel hat, aus dem Sondervermögen in Australien Boxster-Kampffahrzeuge beschaffen, und zwar für eine Summe von ca. 1,8 Milliarden, die im Raum stehen, verlangt dafür aber kein Offset in Australien. Also wenn Sie nur hingehen und sagen, wir wollen 60% Offset, wären es fast 1,1 Milliarden, die da zurückfließen können. Aus deutscher Seite geht aber über eine Milliarde ist an Australien geflossen. Also nur mal so ganz praktische Beispiele, um zu sehen, was hier das bedeutet. Ich habe selbst im Verteidigungsausschuss natürlich den Rüstungsstaatssekretär angesprochen auf dieses Thema, wie denn die Bundesregierung sich vorstellt in dem Bereich, gerade mit den USA, Offset zu verlangen. Da kam dann nach vielen Umschweifungen der lapidare Satz, die Bundesrepublik Deutschland verlangt kein Offset bei Rüstungsgeschäften. Also hier wieder mal deutsche Sonderwege, Alleingänge im internationalen Bereich, völlig üblich. Deutsche Firmen müssen, wenn sie im internationalen Bereich anbieten, immer Offset liefern und müssen entsprechende Beauftragungen in anderen Nationen machen. Deutschland verzichtet immer wieder großzügig auf Steuereinnahmen, auf Beschäftigung, auf Technologietransfer für unsere eigene Industrie. Und da sind wir eigentlich beim zweiten Punkt unserer Anträge, wo es eigentlich darum geht, deutsche Unternehmen weiter an den Beschaffungen, an einem erhöhten Rüstungsetat zu beteiligen. Wir sehen, dass über Jahre die deutsche Industrie eben nicht mehr beauftragt wurde. Es sind Kapazitäten abgebaut worden. Und da kommt es dann eben dazu, dass man in Australien dann Boxster kaufen muss, weil Rheinmetall in Deutschland diese Fahrzeuge gar nicht mehr liefern kann. Also das sind alles Dinge, die wir sehen, dass eine verfehlte Politik über Jahre
und Jahrzehnte dazu geführt hat, dass unsere deutsche wehrtechnische Industrie nicht mehr in der Lage ist, die Bundeswehr kurzfristig und auch nachhaltig entsprechend mit Rüstungsgütern zu versorgen. Und das wollen wir hier eben entsprechend thematisieren und hier die Bundesregierung auffordern, gezielt und vorrangig deutsche Unternehmen zu beauftragen, um hier eben entsprechend Arbeitsplätze zu erhalten und das Know-how im eigenen Land zu erhalten. Das sind die Kernaussagen unserer Anträge für die kommende Woche. Fragen dazu? Bitte, DPA. Sie hatten ja den Staatssekretär da zitiert, der nur sagte, wir machen das nicht. Können Sie sich, oder gibt es irgendwo eine Begründung, oder können Sie sich erklären, warum Deutschland das nicht macht? Deutschland versucht hier wieder eine Vorreiterrolle. Es gibt im zivilen Sektor... Entschuldigung. Deutschland versucht hier wieder mal eine Vorreiterrolle. Im zivilen Bereich sind diese sogenannten Bartergeschäfte im Bereich der WTO nicht zulässig. Die Bundesregierung möchte auch in dem Bereich der Rüstung genau diese gleiche Regelung, die für die zivilen Geschäfte gilt, übertragen. Ich weiß zum einen nicht, warum sie das möchte. Es erschließt sich mir nicht, diese Begründung. Es wird keine andere Nation, also ich bin selbst ja auch Mitglied der NATO-Parlamentarischen Versammlung, führe dort viele Gespräche auch mit Kollegen aus anderen Ländern, habe auch dieses Thema gerade vor kurzem, ich war in der letzten Woche in Kanada, dort nochmal wieder thematisiert und sind auf völliges Unverständnis gestoßen bei anderen Ländern, wie ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland, die ja nun ein auch entsprechendes Auftragsvolumen vergibt jährlich ins Ausland, nicht bereit ist, hier Offset-Geschäfte, Kompensationen zu verlangen. Das ist auch hier wieder ein Bereich, wo die deutsche Regierung viel zu zögerlich und zurückhaltend ist, deutsche Interessen zu vertreten, genau, wie wir es in anderen Bereichen ja auch sehen. Und es gibt auch eine Erklärung, die schon geäußert wurde, dass die deutsche Regierung wegen des Vorwurfs in der Ukraine-Krise vielleicht zu zögerlich reagiert zu haben, diese Vorwürfe aus den USA, ein bisschen kompensiert werden damit, dass man da nun jetzt verstärkt in den USA einkauft, um die Kritiker zu besänftigen, dass so ein Nexus auch bestehen könnte. Aber alles Dinge auf Kosten deutscher Interessen und deutscher Sicherheitsinteressen, dass sie nicht nur die Bundeswehr betrifft, sondern auch die dahinterliegende Rüstungsindustrie. Noch Fragen dazu? Mach mal mit Mikrofon. Gibt es überhaupt noch deutsche Rüstungsunternehmen? Wie soll da eine nationale Förderung von Konzernen aussehen? Ja, es gibt sicherlich noch deutsche Unternehmen, gerade auch im Bereich kleinen und mittelständischen Unternehmen sind das durchaus in nationalem Besitz deutsche Unternehmer, die da diese Firmen führen. Auch die Firma Rheinmetall ist da natürlich als deutsche Firma zu verstehen. Andere Konzerne wie Airbus sind natürlich im europäischen Bereich aufgestellt, nationenübergreifend. Deshalb gibt es schon ganz klar deutsche Industrie. Und ich bin selbst ja auch, wenn Sie mit dem Bundesverband der Luft- und Raumfahrtindustrie sprechen oder mit dem Bundesverband der Sicherheitsunternehmen, da ist das immer ein Thema und da sind gerade viele kleine und mittelständische Unternehmen in dem Bereich. Und das ist eigentlich die Säule unserer Wirtschaft, nicht nur im Bereich der zivilen Wirtschaft, sondern auch im Bereich der Rüstungsunternehmen ist das das Rückgrat. Weitere Fragen dazu, ja, bitte. Kann man ungefähr absehen, wie viel Geld in Milliarden das ist in der Rüstungsindustrie? Also wie bedeutend ist die Rüstungsindustrie? Ich denke damit auch an Krauss-Maffei Wegmann. Und also wie viel Bruttoinlandsprodukt ist das ungefähr? Wie bedeutend ist das für Deutschland? Also könnte ich Ihnen jetzt direkt aus der Hand nicht sagen, was das an Summe ist. Andererseits ist es aber nicht nur, glaube ich, die Quantität, die dort wichtig ist. Es ist wichtig, dass die wehrtechnische Industrie ist Leading Edge Technology. Das sind die Bereiche, die führend sind in Forschung und Entwicklung. Es gibt sehr oft Spin-offs aus dem Rüstungsbereich, die dann in die zivile Bereiche einfließen. Und deshalb ist es eine Schlüsselindustrie für jede Nation. Und deshalb ist es extrem wichtig. Also ich kann, wie gesagt, also vom Bruttosozialprodukt könnte ich jetzt aus der Hand nicht sagen, wie viel das genau ist. Aber das lässt sich sicherlich kurz für Sie recherchieren. Ja, kann ich Ihnen gerne werden. Weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zum allgemeinen Teil. Gibt es Fragen, die gesamt? Kommen wir zum allgemeinen Teil. Gibt es Fragen, die Gesamtfraktion betreffend in dieser Woche?
Nicht der Fall. Läuft alles gut. Dann bedanke ich mich und freue mich schon auf nächste Woche. Vielen Dank.